Musiker sind unterwegs, treten Sie nach, wir verteilen Regenponchos. Einfach jetzt dann weiter auf die Reihe nehmen und dann geht es bei uns im Programm auf jeden Fall weiter. Und zwar jetzt mit dem Tanz aus Schottland, und zwar mit der Formation Highland Dancing aus Basel unter der Leitung von Carol Jones. Highland Dancing stammt aus Schottland und ist eine herausfordernde Tanzart, welche viel Kraft, Koordination und Disziplin benötigt. Carol selber war im Alter von 4 Jahren in Südafrika. Mit Tanzen hat sie begonnen und in den folgenden 20 Jahren war sie regelmäßig Teilnehmerin bei den Wettkämpfen. Sie tanzt auf dem Championship-Level und hat in Basel die School of Highland Dancing gegründet. Auch beim legendären Basel-Tattoo ist sie schon aufgetreten und derzeit sogar im Organisationsteam. Herzlich willkommen hier beim ersten internationalen Oberschwaben-Tattoo.
Respekt an den Mädels von Heiligen Dancing Rasen, dass sie bei diesem Witterungsbedingungen auftreten. Wir haben gerade im Regenradar geschaut. Es sieht so aus, wie wenn es so weit sieht. Deshalb haben wir uns entschieden, das Programm weiterzufahren. Und falls jemand jetzt aber doch lieber ins Warme möchte, das Zelt wäre geöffnet und auch beheizt. Aber wie gesagt, bleiben Sie einfach hier. Wir sind guter Dinge, dass das Wetter vorbeizieht. Wir würden aber trotzdem Roland Hinterhofer kurz zur Regie bitten. Roland Hinterhofer, bitte kurz zur Regie. Wir machen weiter im Programm. Als nächstes Highlight des Abends kommt aus dem osthessischen Ort Rückers in der Nähe von Fulda. Heißen Sie mit mir den DRK Spielmanns- und Fanfarenzug Rückers willkommen. Der Verein zeigt bei seinen Auftritten ein Repertoire aus deutschen, niederländischen und französischen Marsch- und Konzertstücken, klassischen Werken sowie durch moderne Swing beeinflusste Stücke. Das unter der Leitung von Stabführer Bernd Schleuer und dem Vorstand Gerhard Schäfer. Thank you.
der Herr Spielmanns zu Glückhaus. Wunderbare Show. Herzlichen Dank hierfür. So, und jetzt schauen wir alle mal Richtung Birke von Hohentegen. Dreistellig. Passt schon wieder blauer Himmel. Also wir haben das Regenradar im Auge hier. Wir haben alle technischen Geräte hier. Sie können uns glauben, das Wetter zieht jetzt von Saugau Richtung Megen. Und genau. Auf jeden Fall, wir haben uns entschieden, jetzt auch in Abstimmung mit dem Sicherheitsstab, dass wir weitermachen im Programm. Das Wetter wird vorbeiziehen. Und darum machen wir jetzt weiter mit unserem nächsten Highlight. Und das sind die Gäste aus Böblingen. Und diese Gruppe gibt uns nun den Einblick in die Welt des irischen Tanzes. Ein herzliches Willkommen an die Elaine Walker Academy of Irish Dance. Die Tanzschule wurde im Jahr 2004 von Elaine Walker gegründet. Die Formation ist eine erfolgreiche internationale Schicht durch seine mitreißenden Rhythmen. Die Elaine Walker Academy ist Mitglied der World Irish Dance Association und trägt derzeit, und das, meine Damen und Herren, ist wirklich ein Novum, den Titel des Europa- und sogar des Weltmeisters im Irish Dance. Gute Unterhaltung mit der Elaine Walker Academy of Irish Dance. Thank you.
Herzlichen Dank der Ian Walker Academy of Irish Dance, den amtierenden Weltmeister und dem Irish Dance. Herzlichen Dank, und eigentlich hätte der Tanz komplett auf den Platten stattgefunden, aber aus Sicherheitsgründen haben wir entschieden, das im Gras zu malen. Vielen, vielen Dank dennoch für diese tolle Performance. Und an dieser Stelle auch bitte nochmals einen ganz besonderen Applaus für die Tänzerinnen, die heute Geburtstag hat. Das ist die Jessica, die hat heute ihren 11. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch von uns allen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Von über 2000 Besuchern des ersten internationalen Orchesterkonzerts. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber wir befinden uns ja in der Welt der britischen Zeremonielle, und da gehört dieses Wetter schlicht und einfach dazu. Ja, und so wird es jetzt auch very British, und ich darf Ihnen jetzt wirklich eine der Highlight-Bands ankündigen des heutigen Abends. Denn uns ist es gelungen, die Jugendkapelle, der Brentwood Imperial Youth Band aus der Nähe von London, für das heutige Tattoo zu gewinnen. Die Brentwood Imperial Youth Band ist eine traditionelle Marching Band aus Essex in England und wurde 1990 gegründet. Geleitet wird diese vom Band Director John Paul Winham und Drum Major Johnny Winham. Die Gruppe ist Ehrenmitglied des 49. Infanterieregisters der britischen Armee und trägt deshalb mit Stolz einen Polarbären auf ihren roten Flecken. Auch diese Formation ist das ganze Jahr hindurch international unterwegs und ist beispielsweise schon in Edinburgh und auf den Roten Platz in Moskau aufgetreten. Nach dem Oberschwaben-Tattoo hier in Hohentegen geht es als nächstes zu einem Tattoo in Kanada. Heißen Sie nun herzlich willkommen. A warm welcome to the British, to the Imperial Youth Band aus Brentwood. Thank you.
Thank you.
so, das war sie. Der Brentwood Imperial Newsman aus der Nähe von London. Und wohlgemerkt, meine Damen und Herren, es handelt sich hierbei um eine Jugendkapelle. Sie übernachten auch hier in Hohentingen und werden auch morgen beim großen Festzug wieder zu sehen sein. John Paul, Johnny, thank you very much for this great performance. Meine Damen und Herren, nun wird es spannend, denn uns ist es jetzt gelungen, als nächstes die international renommierte Percussion-Formation Fascinating Drums aus der Nähe von Paderborn hier nach Hohentingen zu bringen. Unter der Leitung von Christopher Degener wird uns dieses Drumcorps atemberaubende Rhythmen darbringen. Auftritte bei der Musikschau der Nationen, beim St. Gallen Tattoo, Lorelei Tattoo, im Fernsehen bei Florian Silbereisen, in der ARD, RTL, NDR, SWR, Auftritte in Belfast, Luzern, beim Berlin Tattoo. Die Liste könnte unendlich weitergeführt werden. Heißen Sie nun dieses hochkarätige Drumcorps hier bei uns willkommen. Thank you.
Damen und Herren. Ich denke, ich habe Ihnen nicht so viel versprochen. Fascinating Drums aus der Nähe von Paderborn sind relativ knapp heute Abend erst bei uns angekommen. Es war ein bisschen mehr Verkehr. Und aber auch sie werden über Nacht bleiben und sind nachher dann im Festzelt anzutreffen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja nochmals eine Performance heute Nacht, oder? Was meint ihr? Wir müssen noch die Garage aushandeln, aber Michael und ich ja auch jedes Mal mit einem Form von Bier. Aber das kriegen wir hin heute. So, das war also der große Showblock unseres Tattoos. Und es geht jetzt dann auch gleich nahtlos weiter. Und ich kann Sie wirklich jetzt beruhigen mit dem Wetter. Wir haben jetzt mit zwei Meteorologen telefoniert. Und das ist wirklich wahr, das haben wir wirklich gemacht. Auch mit der Feuerwehr sind wir in Kontakt. Und das Wetter zieht vorbei. Wir ziehen das Finale jetzt durch, weil dieses Finale, meine Damen und Herren, das werden Sie nicht vergessen. Denn dieses Finale wird unter der Leitung von Major Paul Willman nun wiederum die einzelnen Akteure hier einmarschieren lassen und am Ende ein fulminantes Bild, aber auch ein fulminantes Klangerlebnis darbringen. Über 650 Mitwirkende werden nun gleich hier aufmarschieren. Meine Damen und Herren, ich denke, sowas haben Sie in unserer Region noch nicht erlebt. Und jetzt ist schon ein kleines Malheur passiert beim Eintritt, da ist es ein bisschen schnell gegangen. Wir haben nämlich extra für heute Abend sogenannte Klatschpappen produzieren lassen. Und die verteilen wir jetzt, weil diese Klatschpappen, das ist einfach auch nochmal ein Teil vom Tattoo. Zum einen stehen die Bands hinten drauf, die heute mit dabei sind. Nehmen Sie es mit nach Hause als Erinnerungen. Und jetzt leiten wir damit das große Finale ein, indem wir jetzt einfach gemeinsam klatschen. March on, liebe Mitwirkende!